Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager! So, zwei Königskleider. Die warten wir kurz ab. Dann können wir auf jeden Fall der Prinzessin ihre Königskleider geben und dann gibt es uns bestimmt was richtig Tolles. Schlüssel können wir uns eigentlich auch mal mitnehmen, falls wir irgendwo nochmal eine Truhe bekommen. Wie lange das Königskack hier einfach braucht, ohne Witz. Dann bauen wir hier einfach noch einen Bergbaulaser hin und dann geht's uns gut. Und aber wir sparen für Bergbaulaser auf der einen Insel. Dass wir da einfach so eine Mine hinbauen und dann einen Bergbaulaser. Aber wir können sowieso drei Stück bauen. Dann kann der auch hier irgendwo hin. Da, mir doch egal. Einfach auf jede Insel ein, dann geht's dann, glaube ich, ganz gut. Wollen wir noch keinen? Guck mal, wie schnell der das auch macht. Das kommt ja gar nicht hinterher hier. Krass. Das goldene Ei legt ein Huhn? What? Das goldene Ei legt ein Huhn? Das goldene Ei würde ich auf jeden Fall bei ihm hier ab. Ach so, das goldene Ei legt ein Huhn. Ein Huhn legt ein goldenes Ei, so. Ich dachte, aus dem goldenen Ei kommt ein Huhn. Das wäre ja richtig dumm. Das bringt nämlich gar nichts. Hä, hier haben wir noch keinen dieser Abbaudinger. Alles klärchen, Bergbaulaser on the way. Wir haben die zwei Dinger. Hä, haben wir die eingesammelt? Okay, weiß ich gar nicht. Oh, das ist perfekt. Oh, bitte sehr, Freund. Eine riesige Truhe, für die man bestimmt einen Schlüssel braucht. Aber in weiser Voraussicht haben wir den ja schon. Oh ne, braucht man nicht. Eine Schleife. Ja, geil. Tiere geben 25% mehr Ressourcen und erscheint viel häufiger. Ja, toll. 25% mehr Ressourcen? Dann bringt ein Huhn jetzt 1¼ Eier, oder was? Cool. Danke, Prinzessin, dafür. Hast du vielleicht noch eine neue Quest für mich? Oh, das steht dir sehr gut. Ah, sie hat mir diese Fliege einfach angelegt. Nein, ich will die nicht. Das sieht blöd aus. Ich trinke gerne Bücher und lese Tee. Okay, what? Das ist mir letztens auch schon aufgefallen bei unserer Liebesinsel hier. Die eine Rübe, die Rotte meinte nämlich, wenn sie jünger ist, dann will sie sein wie wir. Was ja auch gar keinen Sinn ergibt. Das müsste ja eigentlich genau andersrum heißen. Ach, du bist toll und wir lieben dich. Immer wieder schön. Wollen wir mal einer dieser Dinger hier töten? Ich weiß nicht, weil die Kleinen reden nicht mit mir, die sind ganz schön arrogant. Du bist meine allerliebste Person überhaupt. Ich meine, früher oder später müssen wir sie sowieso noch töten, weil wir dadurch ein Achievement bekommen. Aber ich glaube, das mache ich jetzt ganz am Ende. Das bringe ich nicht übers Herz, die hier zu machen. Was passiert denn, wenn man hier jetzt noch so einen Laser hinpackt? Glaubt ihr, die würden die Rüben hier angreifen? Das wäre voll sad. Okay, komm, wir packen. Ups. Hier auf jeden Fall nochmal so einen Laser hin. Oh, die Laser werden auch immer teurer, umso mehr man davon holt. Das ist interessant. Wir brauchen immer mehr Stahl für den Kack. Okay, wir müssen mal ein bisschen vorankommen hier. Deswegen holen wir uns ein neues Land. Wir holen uns. Das hier. Okay. Irgendein Ding mit dem Auge drin. Ich habe ein bisschen Angst. Erinnert mich ein bisschen an die Laserdinger aus The Legend of Zelda. Bist du böse und schießt einen Laser auf mich? Alles gehölzert hier. Was willst du von mir? Hallo? Hallo? Machst du irgendwas? Schon wieder so ein blödes Rätsel, aber hier gibt's nicht mal einen Tipp, was man machen sollen, tun dürfte. Und überhaupt. Hallo, willst du irgendwas von mir? Hier, keine Ahnung. Nimm so ein Knochenviech. Da. Knochenviech. Los, Knochenviech. Töte den Altar, oder was das sein soll. Nicht mich, den Altar. Oh, du Blödkopf. Hey, was soll man denn hier jetzt schon wieder machen? Ich finde die Rätsel in diesem Spiel richtig merkwürdig. Hui, hui, hui. Ja, ich raff den hier wieder nicht. Hier ist wieder so ein Stein, genauso wie hier oben. Stein, Stein. Aber raff ich einfach nicht. Kein Plan. Finde ich so blöd für dieses Spiel. Ich hätte halt wirklich gerne mal so ein Dungeon irgendwie. Mit einem Boss. Ich habe gesehen, es gibt nämlich wirklich noch solche Zelda-artigen Dungeons. Das fände ich mega cool. Dieser Trank Anas Freude macht... Wenn man den trinkt, dass man von Tieren mehr Ressourcen bekommt. Leider ist der Trank nicht unendlich da. Heißt, wenn ich den jetzt aktiviere, dann müsste ich auf jeden Fall die Minuten, solange der aktiv ist, eigentlich die ganze Zeit nur Tiere farmen. Ist halt auch ein bisschen lame. Okay, warte. Dann farmen wir hier nochmal kurz ein bisschen was ab, damit wir ein Level abkommen. Eventuell kriegen wir dann auch noch ein bisschen Geld, damit wir ein bisschen mehr Money bekommen. Beziehungsweise Money. Wir könnten ja unser Zeug verkaufen. Oh, wir haben hier ganz viele von diesen grünen Dingern. Aber die werden später auch... interessant, um neue Sachen herzustellen, oder? Für irgendwas brauchte man die. Für irgendwas Krasses. Ich glaube, hier irgendwas. Genau, für diese Königskleidungen brauchte man die ganzen Dinger.
Tja, ist die Frage. Dann möchte ich die eigentlich nicht verkaufen. Kristalle hätte ich halt gerne nochmal. Habe ich aber bisher auch noch nie gesehen. Leute, helft mir mal, was soll ich machen? Bau dir mehr Banken. Stimmt. Wenn die nicht allzu teuer sind, dann würden wir zumindest richtig viel Gold hier mal bekommen. Ein Stahl, das wird locker mit der Zeit noch mehr. Ich weiß auch immer noch nicht, ob das vielleicht besser ist, wenn man die einfach in so einer Neunerreihe hinstellt. Ob die dann mehr Gold produzieren oder so. Okay, komm, wir setzen mal unser Gold für Münzen ein. Die sind ja vor allem noch mehr wert, weil wir uns irgendeine Verbesserung geholt haben. Ich glaube, jede Münze ist 12 wert, ja. Oder vielleicht sogar noch mehr. Warte, lass mal drauf achten. Wir haben jetzt 930. Oh, eine Münze bringt sogar 24. Warte. Münzen sind doch sogar noch mehr wert, wenn man diesen Zylinder hat. Dann sind, glaube ich, Münzen noch mehr wert. So, warte, wir haben 78. Jetzt haben wir... Wie viel hat das jetzt gebracht? Nur 22. Ach nee, das wird jetzt aufgerundet, ne? Okay, ich glaube, so ist das ganz gut. Die Kostüme musst du nicht anziehen für den Buff. Ach, man hat die einfach permanent? Das wusste ich nicht. Die tragenden Skins haben keinen Einfluss, aber bei den, als ich den Zylinder bekommen habe, stand da halt bei, dass ich jetzt so und so viel mehr Prozent bekomme. Deswegen dachte ich, man müsste die auch ausgerüstet haben. Edelsteine verkaufen. Ja, aber die Edelsteine brauchen wir doch für Sachen. Na gut, komm, wir verkaufen ein bisschen, damit es mal ein bisschen weitergeht hier. Wir können ja nur die Hälfte verkaufen, oder? Oder so ein bisschen zumindest. Haben eh zu viele davon. Wo sind die anderen Edelsteine? Komm, wir verkaufen alle, bis wir 15 haben und dann geht es uns eigentlich ganz gut. So. Das war auf jeden Fall Geld. Okay, welche wollt ihr haben? Wir können uns jede leisten tatsächlich. Ich tendiere zu denen, die hier neben dem Labyrinth sind. Oder diese ganz teure hier für 5700. Dann hätten wir halt gar kein Zeug mehr. Ich nehme die obere. Okay. Interesting, let's see. Steht hier irgendwas Interessantes drauf? Ah, hoch unten. Okay, das ist ja super leicht. Muss man sich das merken? Oder, ich hoffe, er zeigt es die ganze Zeit an. Okay. Okay, der ist hoch. Also, hoch, unten, Mitte, hoch, Mitte, Mitte, unten, Mitte, hoch, Mitte, unten. Das war's doch. Genau, falsch rum? Okay. Wieso ist das falsch? Warum ist das falsch? Das ist aber doch der höchste. Vom Sound her. Und das ist der tiefste. Nochmal kurz warten vor dem Anfang. Okay. Aber das ist schon der hellste, oder? Und der hellste müsste ja... Was? Der dunkelste ist der oberste wahrscheinlich. Wahrscheinlich wieder genau falsch rum. Das erste unten. Also erst den hier, oder was? Mache ich den falsch? Links ist tief. Du musst es schneller spielen. Links ist tief. Das heißt, wenn hier unten ist, dann ist das der linke, ja? Also der zweite Strich hier von links ist dann der hier, ja? Und du musst es schneller spielen. Wie schnell denn noch? Der ist tief. Der ist hoch. Das ist doch scheiße. Es funktioniert nicht. Danke. Okay, man muss das wirklich mal schneller spielen. Meine Fresse. Ich brauche einen Schlüssel. Ich habe doch... Ach, den hat er automatisch eingesetzt. Nein, ich brauche wieder einen Schlüssel.
Aber das oh, das gefällt mir. Schlüssel. Na, nein, ich will keine 28 Schlüssel. Oh Gott, brech das ab. Brech das ab, brech das sofort ab. Ich will keine 28 Schlüssel haben. Oh mein Gott, das wäre fast schief gegangen hier. Schmiede. Als ob ich 28 Schlüssel haben will. Ich will, sagen wir, ich will 4. 4 Schlüssel sind okay. Den Rest brauche ich aber doch für meinen geilen Stahl hier. Ohne Stahl kann ich nicht leben. Ja, Leute, danke für die Hilfe. Diese blöden Tonleitern. Müsste ich eigentlich drauf haben als Semi-Musiker hier. Aber habe ich scheinbar nicht. Meine Güte, eigentlich ist mein Hörverständnis gar nicht so kacke. So, Schlüssel haben wir. Dann gib mir bitte irgendwas Cooles für dieses tolle Rätsel. Aber Musik ist allgemein immer cool. So, hier, gib her. Wieder so ein blauer Stein. Nix weiter? Ist ja lame. Kann man die Dinger abbauen? Nö. Also ab jetzt ist die Insel einfach nutzlos geworden. Na gut. Dann ist das halt so. Was holen wir mit diesem blauen Stein? Was war deine Lieblingsserie in deiner Kindheit? Ich würde sagen Pokémon. Ja doch, Pokémon. Pokémon, also ganz in der Kindheit. Da war es Pokémon auf jeden Fall. Nach Hause gekommen, Pokémon angeguckt. Oder also die ganzen Animes, die immer auf RTL 2 liefen. Ausdauer, sagt der Kero. Dann kriegt er seine Ausdauer. Pokémon. Und dann lief noch Yu-Gi-Oh! Das ganz alte. Yu-Gi-Oh! GX fand ich auch noch richtig geil. Und Dragon Ball Z natürlich. Aber Pokémon war, glaube ich, so dass das Krasseste. Also wo ich jede Folge auch wirklich gucken wollte. Und wo ich dann auch sauer wurde, wenn ich sie nicht gucken konnte. Da konnte ich auch die ganzen Intros immer alle mitsingen und so. Das war richtig schön. Das war richtig schön. Pokémon war toll. So, wir haben immer noch relativ viel Geld. Wir holen uns noch mehr Land. Wir waschen hier jetzt durch mit den ganzen Ländern. Dann holen wir uns das hier. Was haben wir da? Ein paar Kisten. Das sieht aus, als wenn da sehr, sehr viele Gegner drauf sind auf dieser Insel. Au! Lol, das hat richtig viele Leben abgezogen. Yo. Das tat weh. Oh, ja, RIP. Ey, das zieht einfach mega viele Leben ab. What? Cool, erster Tod. GG. Okay, es ist tatsächlich einfach gar nichts passiert. Ja, man darf sterben. Doch, hier, der hat mich zurückgesetzt. Ich hab das hier eben schon einmal abgebaut gehabt. Okay, das ist interessant. Das heißt, ich komme hier erstmal nicht ran. Bis ich wahrscheinlich fliegen kann oder so, ne? Augen zu und durch. Echt? Ah! Ja, hat funktioniert. Danke für den Spoiler. Ich hätte die Insel jetzt in Ruhe gelassen, weil sie mich einfach getötet hat. Da kommt auch keiner drauf. Ich würde da nicht einfach so rüberlaufen. Wenn es mich einmal verletzt, dann gehe ich zurück und laufe da nicht einfach rüber. Okay, aber gut. Hier war auch eine schöne Insel für eine Mine, würde ich sagen, weil die hier so super schön leer ist. Könnte man machen. Und wir sind auch gleich Level up. Wenn wir den, glaube ich, noch töten. Nee, langt noch nicht. Dann halt noch ein Baum. Zwei Bäume vielleicht. Come on. 2 XP. Flusch. 2 für 24. Hup. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall diese komischen Mineralvorkommen. Ich glaube, das ist ganz cool. Mineralvorkommen. Oh, Beute. Getötete Gegner geben Münzen auch mega gut. Kalkhaltig. Mineralien und Juwelen sind essbar. Okay, ich glaube, das wird unsere Nahrungsknappheit ein bisschen verbessern. Wenn die essbar sind. Teure Nahrung, aber ist Nahrung, gell? So, ich glaube, wir bauen das hier auf jeden Fall mal hin. Müsste bei Farm sein, oder? Ja, Steinbruch kostet gar nichts. Können wir uns leisten. Setzen wir richtig schön einfach in die Mitte. Und so wie ich das verstanden habe, produziert das einfach Steine um sich herum. Ja, hier. Bitteschön. Schauen wir mal, ob es irgendwas macht. Und dann muss hier natürlich noch ein... Oh ja. Oh ja. Da sind viele Steine. Kommt hier auf jeden Fall noch ein Bergbaulaser hin. Und dann... Okay, wenn... Kommt drauf an, wie oft diese Mine immer mal was produziert. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie sehr, sehr häufig Sachen produziert. Deswegen würde ich hier eigentlich sogar schon 2 Bergbaulaser hinbauen, oder? Je nachdem, wie schnell das halt diese ganzen Dinger hier mal hinpackt. Doch, ich packe jetzt 2 Bergbaulaser hin.
Ich glaube, dann sind wir sehr... Hier sind auch diese komischen Dinger! Hier, die brauchen wir! Diese Kristalle! Ah, die kriegt man nur durch das Teil hier. Das ist interessant. Was ist das denn hier eigentlich auch? Dieses komisch schwarze Ding? Was soll das sein, hä? Das ist auch nur Kohle, aber so richtig viel Kohle. Wieso haben wir denn 1000 Kohle? Okay, mega krass. Diese gefällt mir. Das wird jetzt meine Zweitlieblingsinsel nach natürlich unserer Liebesinsel hier. Ja, du bist toll, wir lieben dich. Ich dich auch. Immer noch. Hallo, hallo, Smiler. Smiler, das passt zu deinem Bild. Ist das dieser Marshmallow Man aus Fortnite? Ich kenne mich nicht mit Fortnite aus, aber ist das der? Ich kenne diesen Marshmallow Man zumindest. Wir produzieren Sachen. Denn Sachen produzieren macht viel Spaß. Dann können wir jetzt auch mal unsere Spitzhacke hier endlich mal verbessern mit diesen Kristallen. Nee, wir brauchen noch Plastik. Dammit, wo kriegt man Plastik her? Können wir Königstall herstellen? Können wir auch. Machen wir das mal. Du kennst nicht Marshmallow? Doch, ich kenne Marshmallow. Aber ich kenne Fortnite nicht. Ich hab so ein Video gesehen von Fortnite, wo dieses Marshmallow-Event war. Das fand ich ganz cool. Wo dann alle rumgehüpft sind und getanzt haben und was weiß ich. Mit cooler Musik dazu. Das fand ich ganz nice. Ich hätte auch richtig Bock mal auf Fortnite. Also nicht auf das normale Fortnite, nicht auf Battle Royale Fortnite. Aber diese Fun-Maps da, die sehen ganz interessant aus. Auf die hätte ich Bock. Aber da bräuchte man halt jemanden, der was mit mir spielt. Und meine Freunde wollen das irgendwie alle nicht spielen. Deswegen, keine Ahnung. Allein macht das halt kein Bock. Ich glaube, 2 Laser auf dieser Insel war zu viel. Wie das hier gerade aussieht. Ich glaube, ich baue einen nochmal ab. Klong, klong. So, dann bauen wir das auf diese komische Insel, weil die mir auch viel zu bewachsen hier ist immer. Hier fehlt auch noch so ein Laser. Aber der wird dann die ganze Zeit die Dinger hier kaputt machen, ne? Dann würden immer wieder der Gegner rauskommen. Ja, ist auch nicht so geil. Wie viel brauchen wir für ein neues Land? Warte. Wir haben ja noch diese blaue Dinger hier. Wir könnten die auch einsetzen jetzt halt, um Level aufzusteigen. Der nächste Levelaufstieg dauert noch 1300 XP. Oder wir verkaufen die. Na, YOLO. YOLO, wir setzen die alle mal ein. So, Ausdauer. Ich mache das einfach beides simultan. Leben. Und noch einmal Ausdauer. Guck mal, wir sind jetzt auch in der zweiten Reihe mit den Leben. Geil. Was kostet das hier? Nachtschatten, die kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Stimmt, Geldbeutel sind auch gut, weil wir dann dadurch mehr Gold bekommen, ne? Okay, dann sollten wir vielleicht jetzt Leder und Nachtschatten uns holen. Leder und Nachtschatten. Für Leder müssen wir diese Kühe töten. Diese Kuhschweinchen hier. Und Nachtschatten gab es auf diesen komischen Inseln hier. Und mein Inventar ist voll. Das ist natürlich schlecht. Wie kann denn mein Inventar voll sein? Kann mir übrigens mal jemand sagen, was diese Schriftrolle des Dämons und sowas machen? Weiß ich nämlich noch nicht. So, Nachtschattengewächse. 20 Stück brauchen wir davon. Schriftrolle kannst du auf der einen Insel einsetzen. Beide? Auf der hier meinst du? Aber was passiert dann? Ich setze das einfach mal ein. Ich hoffe, es kommen jetzt nicht ganz viele Gegner. Die sind halt auf 800. Wow, alles klärchen. Okay. Die macht einfach alles kaputt. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen, die tötet einfach alles. Dann sollte man sich das aber doch lieber für die Dungeon später aufbewahren, oder nicht? Ey, die Chicken geben mir 2 Eier. Nice. Wir kümmern uns jetzt erstmal um eine Sache. Und zwar ist diese eine Sache, dieser große Geldbeutel. Leder Nachtschatten. Also Schweinchen suchen, die kein Schwein sind. Hier sind diese komischen Kühschweine. Und diese Nachtschatten. Warte. Wir haben ja dieses Ding hier. Wir haben ja Anas Freude. Setzen wir das doch einfach rein. Tiere geben mehr Ressourcen. Tiere und Feen erscheinen neben dir. Oh, das ist auch gut. Dann können wir jetzt die ganze Zeit alles töten. Hier, diese komischen Schweinemänner. Und die hat sogar einen Glas hier freigelassen. Das ist aber super gut. Der ist ein Schaf. Töten. Schaf töten. Ich hatte noch nie ein Schaf. Mega nice. Okay, komm, dann stellen wir uns jetzt auf irgendeine Insel und warten
5 Minuten dauert das? Okay. Töten wir jetzt 5 Minuten einfach irgendwelche komischen Tiere. Das war nicht sehr vegan, aber wir brauchen das gerade. Das ist nicht mal vegetarisch, Leute. Okay, wir sollten vielleicht auch von den ganzen Dingern jetzt hier die ganzen Eier nehmen. Jetzt haben wir auf jeden Fall die höchste Chance, dass da irgendwo mal so ein goldenes Ei drin ist. Jetzt ohne Witz. Irgendwann muss doch mal ein goldenes Ei drin sein. Dann können wir den Druiden zumindest mal besänftigen. Goldenes Ei, immer noch nicht. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man die Chicken einfach richtig gut behandeln muss, damit sie einem irgendwann mal ein goldenes Ei geben. Okay, es ist ein bisschen nervig, dass die Laser hier alles töten. Dass da immer diese komischen Dinger rauskommen. Wir brauchen dringend irgendwas, was automatisch Gegner angreift. Sonst muss ich hier immer die ganzen Typen töten. Das nervt ein bisschen. So, und ich wüsste immer noch gerne, was macht Schriftrolle des Druiden? Ah, das hätte ich auf der einen Insel einsetzen sollen, nicht Dummkopf. Das spawnt Sachen. Das ist mir beim ersten und zweiten Mal, wo ich das eingesetzt habe, nicht aufgefallen. Das spawnt ja einfach überall Sachen. Alles Klärchen, hätte ich das mal früher gewusst. Ich glaube, die kann ich sogar herstellen an meinem komischen Ding hier. Nee. Oh, Necromonicon klingt aber auch gut. Was braucht man dafür? 10 Papier, das können wir auf jeden Fall mal machen. Lol. Ah, dann hätte ich dieses Druiden-Ding lieber auf so einer Insel hier eingesetzt. Da wäre bestimmt ein bisschen Nachtschatten gespawnt, auf jeden Fall. Wie viele haben wir denn? 14. Wir brauchen immer noch 6 Stück davon. Okay, guten Appetit, Paulu, bei deiner Pizza. Pizza, Pizza, was für eine Pizza? Das musst du noch sagen, was für eine Pizza, damit du uns neidisch machen kannst. Nur Pizza langt nicht, kann ja auch eine Hawaii-Pizza sein. Und das wird nämlich gar kein neidisch machen. Okay, 2 für 25, dann holen wir uns gleich dieses Ding, das uns immer Gold gibt, wenn wir Gegner töten. That was my plan. Oder habt ihr eine bessere Idee, was man sich noch holen kann? So, das sollte lang. Jetzt packen wir hier dieses Teil hin. Den Steinbruch. Zack. Und dann bräuchten wir hier auf jeden Fall noch einen Bergbaulaser, aber der ist wieder zu teuer. Aber dann haben wir auf jeden Fall auch ganz viele von diesen Kristallen und können uns dann bald auch wieder verbessern. Salami oder Margarita? Das klingt beides gut tatsächlich. Auf Salami-Pizza hätte ich auch Bock. Versuch so schnell wie möglich ein Schwert zu bekommen. Hilft beim Farm. Ja, ich weiß halt immer noch nicht, wo man ein Schwert bekommt. Das wurde mir schon häufiger gesagt, dass ich mir ein Schwert holen soll. Bekommt man ein Schwert nach der Spitzhacke? Oder wie kriegt man das? Ist das ein eigenständiges Ding? Das weiß ich halt immer noch nicht. Plastik, gar keine Ahnung. So, aber erstmal Skill. Skill angucken und weitermachen. Das Schwert ist aber erst ab Fabriken gut. Aha. Schwert ist bei Magie. Also hier unten irgendwo, oder was? Schriftrollen finde ich halt auch mega gut. Dann könnten wir diese komischen Schriftrollen die ganze Zeit uns spawnen. Aber ich glaube, ich nehme erstmal kalkhaltig. Obwohl, dann sind die essbar. Dann habe ich kein Essensproblem mehr. Dann kann ich den ganzen Scheiß essen. Das ist auch gut. Münzen um 50% schneller. Ach, die regenerieren nur schneller. Du musst 20% EP skillen, dann kommt das Schwert. Also hier Brillanz, ja? 20% mehr EP ist halt auch gut. Aber sind andere Sachen nicht gerade besser? Wie zum Beispiel, keine Ahnung. Nee, ich habe ja nichts Gutes. Vielleicht die Fabrik? Oder Beute. Das finde ich halt gut. Getötete Gegner geben Münzen. Ist halt die Frage, wie viele Münzen. So viele Gegner kommen hier jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel die ganze Zeit diese Skelettleute. Und Münzen brauche ich halt die ganze Zeit. Ich nehme mal erstmal die Beute. Ich hoffe, das ist okay. Guck mal, Völlerei. Erhaltet EP beim Essen. Okay, cool. Da bin ich gespannt, wie viele Münzen man bekommt, wenn man so einen Knochentypi tötet. Hallo Knochentyp, du bist jetzt mein... ich habe nicht drauf geachtet. Weiß man halt auch gar nicht. Wir müssen unser ganzes Geld ausgeben, damit wir wissen, wie viele Münzen da rauskommen. Kein Plan, ob sich das jetzt gelohnt hat. Wir kaufen uns eine neue Insel. Und zwar können wir uns keine leisten. Doch, die hier. Das sieht aus wie ein Dungeon. Oder auch nur wie so ein Bergbauding. Kann mal irgendein Dungeon kommen? Ich will einen Dungeon haben. Kann doch so schwer sein, dass hier irgendwann mal Dungeon kommen. Hey, wo ist die da drüben? Eine Eislandschaft aber. Immerhin mal was Neues. Zu wenig. 4 Münzen nur. Das ist echt wenig. Dann hätte ich lieber doch das EP-Ding nehmen sollen. So, was gibt's hier? Oh, da kann man tatsächlich rein. Oh, das finde ich nice. Wir schauen mal kurz in das Ding hier rein. Ich bin gespannt, ob das ein... Oh, das sieht tatsächlich aus wie ein Dungeon. Ey, cool, mit Rätseln und sowas. Yeah.